Gestern Nachmittag kurz nach um 4. Die alte Schwimmhalle auf dem Cottbusser Unigelände steht in Flammen. Mehr als 20 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und 45 Feuerwehrmänner kämpfen gegen die Flammen. Schnell bekommen sie das Feuer unter Kontrolle. Rund um die alte Schwimmhalle hat die Polizei alles gut abgesichert. Welcher Schaden durch das Feuer entstanden ist, ist zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt, das ist momentan unbekannt. Wir sind immer noch dabei, Reste abzulöschen und nehmen aus diesem Grund jetzt, wie Sie hinter mir sehen, die Fassade und Teile des Daches auf. Starker Rauch und Geruch verbreitet sich in der Umgebung. Die Polizei bittet die Anwohner darum, die Fenster zu schließen. Das Feuer ist soweit unter Kontrolle, Gefahren für die Umgebung bestehen nicht. Es können immer noch Glutnester wieder auftreten, die dann abgelöscht werden. 2003 wurde die Schwimmhalle wegen akuter Einsturzgefahr von einem auf den anderen Tag geschlossen. Hunderte Cottbusser protestierten daraufhin. Seit der Schließung war die Zukunft des Gebäudes unklar. Nach dem Feuer am gestrigen Nachmittag wird jetzt der Schaden ermittelt. Was dann mit der alten Schwimmhalle passiert, entscheidet sich danach.